Flugzeuge und Feuer, das ist eine wirklich schlechte Kombination. Das weiß jeder. Aber wenn dann wirklich irgendwann mal ein Flugzeug brennt, dann ist man doch immer und immer wieder sehr überrascht darüber, wie schnell so ein Flugzeug dann auch wirklich abbrennen kann. Man denke mal an die Bruchlandung der Asiana 777 in San Francisco vor einigen Jahren oder jetzt gerade erst in diesem Jahr die Bruchlandung des Superjet der Aeroflot mit 41 Todesopfern. Gestern Nachmittag brannte am Flughafen von Peking ebenfalls ein Passagierflugzeug. Was man darüber bis zum aktuellen Zeitpunkt rausfinden konnte und dazu vielleicht noch ein paar hoffentlich interessante Zusatzinformationen, das gibt es jetzt und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Fangen wir mal an mit der überschaubaren Menge an Fakten zu diesem Vorfall. Gestern Nachmittag sollte ein Airbus A330-300 der Air China, also die lange Variante des Airbus A330, einen ganz normalen Linienflug durchführen, von Peking nach Tokio in Japan. Während des Boardings, also während des Einsteigevorgangs, wofür das Flugzeug mit zwei Fluggastbrücken mit dem Flughafengebäude verbunden war, wurde jetzt an Bord der Maschine ein Feuer festgestellt. Laut aktuellen Informationen befanden sich zu dem Zeitpunkt bereits knapp 100 Menschen an Bord des Flugzeuges. Wie gesagt, das Boarding lief ja noch. Der A330-300 hat bei Air China Platz für knapp 300 Gäste. Und man darf die aktuelle Situation natürlich nicht aus dem Hinterkopf verlieren. Es wird aktuell geboardet. Das bedeutet, wahrscheinlich sind beide Fluggastbrücken nahezu voll mit Leuten. Und die Leute, die bereits im Flugzeug drin sind, die sind damit beschäftigt, ihr Gepäck irgendwo unterzubringen und sich dann hinzusetzen. Die Besatzung bemerkt jetzt also das Feuer an Bord der Maschine, entscheidet, dass das definitiv eine Bedrohung für die Leute an Bord ist. Das heißt, es wird die einzig richtige Entscheidung getroffen, die Leute müssen wieder raus. Das Flugzeug wird jetzt evakuiert. Und da stoppen wir einmal kurz, denn ein Flugzeug in der Parkposition, in dem Moment, in dem es gerade geboardet wird, zu evakuieren, das kann tatsächlich ziemlich tricky sein. Wenn man an die Evakuierung eines großen Passagierflugzeuges denkt, dann hat man höchstwahrscheinlich recht zügig auch die ganzen Notrutschen vor Augen. Und das ist ja auch eine sehr gute, eine sehr schnelle und vor allem auch geprüft schnelle Art und Weise, um das Flugzeug zu verlassen. Jetzt sind die Türen zu diesem Zeitpunkt, wenn das Flugzeug in der Parkposition steht, aber gar nicht so eingestellt, dass sie eine Notrutsche auswerfen würden, wenn man sie jetzt öffnet. Die Türen eines großen Passagierflugzeuges bzw. alle Türen eines Flugzeuges, auch von Frachtmaschinen natürlich, die mit einer entsprechenden Notrutsche ausgestattet sind, die können meist in die Position Flight oder Park gestellt werden. Die Position Flight bedeutet, dass wenn die Tür in dieser Einstellung geöffnet wird, dann wird automatisch eine Notrutsche ausgebracht. Diese bläst sich von ganz alleine auf, da muss man keinen Knopf mehr drücken, keinen Hebel mehr ziehen, zumindest im Idealfall nicht. Und das sorgt eben dafür, dass wenn man die Tür aufgemacht hat, diese sofort als Notausgang nutzbar ist. Die Walhebel an den Türen werden normalerweise alle gemeinsam spätestens dann in diese Position umgestellt, wenn sich das Flugzeug in Bewegung setzt. Aber während des Boardings, also wenn das Flugzeug auf der Parkposition steht, dann stehen die Walhebel logischerweise in Park. Und das bedeutet, dass man die Türen ganz normal benutzen kann. Wenn man sie öffnet, dann bleibt die Rutsche in ihrem Kasten. Ist ja vollkommen logisch. Und in dieser Einstellung waren die Türen des A330-300 während des Boardings selbstverständlich. Ein Airbus A330-300, so wie er bei der Air China unterwegs ist, der verfügt über vier große Türen und damit auch über vier große Notausgänge pro Seite. Und jetzt waren ja die ersten beiden Türen auf der linken Seite, die 1 links und die 2 links, wenn man es so möchte, die waren mit Fluggastbrücken belegt. Hinten an der letzten Tür links war noch eine Treppe dran. Auf der rechten Seite des Flugzeuges waren jetzt aber vermeintlich alle vier Türen frei und damit vermeintlich alle vier Türen als Notausgang voll und ganz nutzbar. Allerdings, jetzt wo das Flugzeug noch abgefertigt wird und sich in der Parkposition befindet, ist draußen natürlich noch eine ganze Menge los. Auf der rechten Seite des Flugzeuges befinden sich ebenfalls die Frachtluken und die vordere sowie auch die hintere, die waren beide noch geöffnet, das Flugzeug wurde noch beladen. Ein Catering-Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt zwar nicht mehr da, der hätte ja auch nochmal eine Tür auf der rechten Seite des Flugzeuges belegt und auch das Tanken der Maschine war zum Boardingbeginn bereits beendet, aber ihr versteht wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte. Das Interessante ist, trotz der Tatsache, dass beim A330-300, so wie bei eigentlich allen anderen Passagierflugzeugen auch, pro Türpaar immer mindestens ein Flugbegleiter während des Boardings vorhanden sein muss, der dann die Türen im Notfall öffnen kann. Das heißt nicht, dass wirklich alle Türen hier während der Abfertigung in der Parkposition als Notausgang nutzbar sind und es heißt vor allem nicht, dass alle Türen auf die gleiche Art und Weise nutzbar sind.
wird jetzt also in der Parkposition eine Evakuierung des Flugzeuges gestartet. Und dabei ist es ja auch erst einmal vollkommen egal, wie viele Menschen sich zum aktuellen Zeitpunkt an Bord befinden, denn man möchte im Notfall ja immer so viele Notausgänge wie möglich benutzen, damit die Leute, die an Bord sind, so schnell wie möglich rauskommen können. Dann müssen die Flugbegleiter jetzt durch Rausgucken entscheiden, wie sie auf welche Art und Weise ihre Tür als Notausgang nutzbar machen können. Das heißt, steht eine Treppe oder eine Fluggastbrücke dran, dann kann man eventuell die Tür so als Notausgang nutzen. Oder da draußen steht das eben angesprochene Catering-Fahrzeug oder irgendein Loader mit Koffern auf Anhängern, wie auch immer, irgendwelche Hindernisse, dann muss der Notausgang bzw. die Tür von Anfang an natürlich geschlossen bleiben. Sonst schießt man den Guten da unten natürlich mit der Rutsche weg. Steht jetzt aber eine Treppe vor der Tür oder eine Fluggastbrücke und die Tür ist noch nicht geöffnet, dann muss man natürlich rausgucken und entscheiden, okay, ich kann diese Tür jetzt im Park öffnen und dann als Notausgang benutzen, denn ansonsten schießt die Rutsche raus und man sorgt dann dafür, dass weder Treppe noch Rutsche benutzbar ist und der Notausgang damit wegfällt, und das möchte man selbstverständlich vermeiden. Also ihr merkt schon, da gibt es ein bisschen was zu beachten, wenn man das Flugzeug in dieser Position während der Abfertigung wirklich evakuieren muss. Der Hauptevakuierungsweg, der führt jetzt also auf jeden Fall, es sei denn, es spricht irgendwas dagegen, aber ansonsten führt er jetzt auf jeden Fall durch die angeschlossenen und schon geöffneten Fluggastbrücken zurück ins Flughafengebäude. Unterstützt von der Tatsache, dass Menschen im Ernstfall sehr gerne daraus möchten, wo sie eben noch reingekommen sind. Aber ein Richtungswechsel in einer vollgestellten Fluggastbrücke, der muss selbstverständlich aus dem Flugzeug heraus auch erstmal erreicht werden. Aber gut, das hat hier genauso funktioniert. Alle Passagiere und auch alle Besatzungsmitglieder sind durch die Fluggastbrücken wieder zurück ins Flughafengebäude gekommen. So wurde das Flugzeug evakuiert. Die Kabine des Airbus füllt sich derweil mit Rauch. Man sieht das nach ein paar Minuten. Vorne kommt Rauch raus, hinten kommt Rauch raus. Es kann dazwischen nicht sonderlich viel besser ausgesehen haben. Währenddessen brach die Kabinendecke im vorderen Teil des Flugzeuges in sich zusammen, und das zeigt, wie hilflos letztendlich ein Flugzeug solchen Flammen, so einem Feuer ausgeliefert ist, aufgrund der sehr geringen Materialstärke des Rumpfes. Tatsache ist aber, bei diesem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Tatsache ist auch, die ganze Aktion ist aber auch echt ziemlich glimpflich ausgegangen, das hätte auch durchaus anders aussehen können. Was hingegen noch nicht feststeht, das ist die Ursache des Feuers. Und Vorsicht, an dieser Stelle fangen wir jetzt an zu spekulieren. Seinen Ursprung soll das Feuer im vorderen Frachtraum des A330 gehabt haben, und das ist ja auch durchaus möglich. Erste Vermutungen gehen da in Richtung Lithium-Ionen-Akkus. Und auch das kann, wir wissen es natürlich nicht genau, aber das kann selbstverständlich sein, denn was die meisten gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel haben, wir haben Lithium-Ionen-Akkus meist alle in irgendeiner Form irgendwie immer mit dabei, in Form von elektronischen Geräten, wie beispielsweise dem Smartphone. So, und Lithium-Ionen-Akkus, die sind tatsächlich Gefahrgut. Auch wenn sich das nicht so anfühlt, weil es für uns ja total alltäglich ist, mit diesen Dingen rumzulaufen. Es ist Gefahrgut, und das ist eben auch ein Grund dafür, warum solche Lithium-Ionen-Akkus nicht oder eben nur eingeschränkt mit ins Aufgabegepäck dürfen. Denn wenn diese Dinger tatsächlich irgendwann mal anfangen zu brennen, dann kann man sie nur bekämpfen, indem man rankommt. Und das ist eben nur im Handgepäck möglich. Das, was in einem seltenen, aber durchaus vorkommenden Fall mit einem solchen Lithium-Ionen-Akku dann passiert, nennt sich Thermal Runaway bzw. auf Deutsch thermisches Durchgehen. Und das kann richtig unangenehm werden, und alle Regeln dazu und alle Gesetze, alle Informationen findet ihr immer bei jeder Flugbuchung, das ist vorgeschrieben, und ihr findet es auch immer an jedem Check-in-Schalter am Flughafen. Und das erinnert eben nicht nur an vermeintliche Kleinigkeiten in Anführungszeichen, wie beispielsweise das Samsung Galaxy Note 7, das aufgrund solcher Probleme mit einem thermischen Durchgehen vom Markt genommen wurde und dann ja auch an Bord aller möglichen Flugzeuge bei allen möglichen Fluggesellschaften überall auf der Welt verboten wurde, sondern es erinnert beispielsweise auch an den UPS Airlines Flug mit der Nummer 6 aus dem Jahre 2010. Dort war eine Boeing 747 in der Frachtversion auf dem Weg von Dubai nach Köln. Dort ist das Flugzeug allerdings nie angekommen, denn knapp 20 Minuten nach dem Start in Dubai meldeten die beiden Piloten vorne im Cockpit, und es waren die einzigen beiden Leute, die an Bord waren, die meldeten Feuer im Cockpit. Und dann, wenige Minuten später, wurde das Flugzeug Stück für Stück immer unkontrollierbarer, aufgrund der Tatsache, dass das Feuer die Steuerseile der 747 Stück für Stück zerstörte. Die Maschine stürzte daraufhin in unbewohntem Gebiet nahe Dubai ab, und beide Piloten sind dabei leider ums Leben gekommen. Das ist ein sehr tragischer Fall. Ihr findet dazu auch eine Mayday-Alarm im Cockpit-Folge im Internet. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Grund für das Feuer war dann eine Palette im Frachtraum des Flugzeuges mit ganzen 81.000 Lithium-Ionen-Akkus drauf. Und wenn davon eben einer durchgeht, thermisches Durchgehen, dann nimmt er alle anderen mit. Und dagegen kann dann auch das im Frachtraum integrierte Löschsystem nichts mehr ausrichten.
Ein anderes Gerücht, aber wie gesagt, alles Spekulationen, über die man jetzt einfach mal ein bisschen drüber nachdenken kann. Ein anderes Gerücht geht zum aktuellen Zeitpunkt bereits in Richtung Flugzeugbatterien, also in Richtung einer Schwachstelle, die beim Flugzeug selbst zu finden ist. Auch das kann ja durchaus möglich sein. Da kommen beispielsweise die Bilder von der Boeing 787 wieder in den Kopf, vom Dreamliner, der hatte zu Beginn seiner Zeit ja ernsthafte Probleme mit seinen Batterien. Beim Airbus A330 liegen die beiden Batterien des Flugzeuges allerdings sehr weit vorne in der Maschine, unterm Cockpit im sogenannten E&E-Compartment. Und ja, hätte es dort angefangen zu brennen, dann hätte das Flugzeug höchstwahrscheinlich etwas anders ausgesehen. Aber wie gesagt, alles Spekulation. Vielleicht auch noch ein ganz interessanter, aber wirklich nebensächlicher Punkt. Im Airbus A330 in der Kabine des Flugzeuges befinden sich ziemlich direkt über dem vorderen Frachtraum ein paar Sauerstoffflaschen für das Kabinenpersonal und für Erste Hilfe an Bord. Und diese Flaschen, auch wenn die sehr, sehr viel aushalten können und auch dafür ausgelegt sind, dass sie einem Feuer eine gewisse Zeit standhalten können, die könnten das Feuer hier noch etwas angeheizt haben. Am Ende des Tages müssen all diese Informationen aber die jetzt folgenden Ermittlungen klären. Nichtsdestotrotz kann man jetzt wahrscheinlich schon ziemlich sicher sagen, dass es das für den A330-300 der Air China gewesen sein wird. Es handelt sich bei dem Flugzeug noch nicht um ein altes Flugzeug. Die Maschine wurde erst im Jahr 2014 produziert, ist zum aktuellen Zeitpunkt also nicht einmal 5 Jahre alt. Aber ein solcher Strukturschaden bedingt durch ein Feuer, das lässt sich so einfach nicht reparieren und wird höchstwahrscheinlich in der Verschrottung der Maschine enden. Ihr erinnert euch da sicherlich auch noch an den Vorfall aus Frankfurt mit dem A340-300 der Lufthansa. Ist ja ein recht ähnliches Flugzeug. Dort hatte das Schleppfahrzeug vorne am Bugfahrwerk unter dem Cockpit der Maschine Feuer gefangen. Auch das endete in einem Strukturschaden. Außerdem war das Cockpit der Maschine danach nicht mehr nutzbar. Und das unter dem Cockpit liegende, eben angesprochene E&E-Compartment, wo sich alle wichtigen Computer des Flugzeuges befinden und eben auch die beiden Batterien, auch das wurde bei diesem Feuer zerstört. Dieser A340 wurde mittlerweile am Frankfurter Flughafen verschrottet und existiert nicht mehr. Höchstwahrscheinlich wird es genauso auch mit dem A330-300 der Air China laufen, aus dem wird vielleicht noch ein Ersatzteillager. Tja, dabei entstehen der Fluggesellschaft höchstwahrscheinlich umgerechnet Kosten von mehr als 200 Millionen Euro. Neu hat so ein A330-300 laut Air China Angaben, wir haben 30 Stück davon in der Flotte, beziehungsweise 29, glaube ich, aber fast 30 in der Flotte. Neu hat so ein Ding mal 240 Millionen US-Dollar gekostet. Tja, am Ende des Tages ist es aber wichtig, dass hier die ganze Aktion nicht in der Luft, sondern am Boden passiert ist und dass alle Menschen hier unbeschadet rausgekommen sind. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.